Aufnahme läuft, Aufnahme läuft. Hört sich alles dreimal lauter an, als es wirklich ist. Oh, die sind immer noch nass. Mann. Klatschnass. Ekelhaft. Was geht und so? Nummernschild. Oh, ich hab keine Lust. Alles verdreckt, versifft. Ständer hin. Oh, schmeiß doch die Maschine um. Der erste Tag, wo wir wirklich wieder annehmbares Wetter haben. Annehmbar bedeutet, es regnet nicht wie aus Eimern. Ich hasse den Herbst, ich hasse ihn mehr als ich den Winter hasse. Im Winter ist es nur kalt, alles ein bisschen berechenbarer. Aber der Herbst, ich habe jetzt seit langem mal wieder einen Tag erwischt, wo es nicht regnet. Das ist eine 50er-Zone, was folglich bedeutet, dass du 50 fahren darfst. Die Kälte macht mir absolut nichts aus, ein bisschen Regen macht mir auch nichts aus. Aber was mir das ausmacht, ist, wenn es so brutal schüttet, dass ich nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Und das hatten wir in den letzten Tagen. Und so bin ich auch gestern gefahren. Und meine Handschuhe sind so glatschnass gewesen, dass ich mir echt gedacht habe, boah. Und weil ich so schlau war, habe ich die auf dem Motorrad vergessen und in der Tiefgarage. Habe ich eigentlich erwähnt, dass ich den Herbst hasse? Was ist mit dir jetzt los? Auf. Auf. Es gibt doch... Irgendwie sind die Leute auch alle komisch drauf. Jeder ist unfreundlich zu mir. Jeder macht, was er will. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie alle nur nach Hause wollen. Bei dem Wetter wollen alle nach drinnen. Aber ich will raus! Und ich bin im Moment echt so ein bisschen am Zweifeln, was ich mir als nächste Maschine holen werde. Wie ihr wisst, geht die ja bald im kommenden Jahr an meine Freundin. Da muss ich das Baby verlassen. Egal wie sehr ich sie liebe, aber nächstes Jahr ist es soweit. Was machst du denn? Ja, parken. Hier gibt es 1000 Parkplätze. So, so sehr wie ich sie liebe, nächstes Jahr wird es Zeit, sich umzuorientieren. Und ich zweifle im Moment sehr, sehr stark. Ich war bis jetzt immer so der richtig, richtig krasse Supersportfreak. Als nächstes wäre wahrscheinlich für mich so eine R6 oder so von Yamaha relevant geworden. Die habe ich mich verguckt, bevor ich überhaupt die Kleine hier gefahren bin. Ja. Aber, wie gesagt, ich suche was, womit ich das ganze Jahr Spaß haben kann und versuche so einen kleinen Kompromiss zu finden, meine kleine eierlegende Wollmilchsau. Und die Suche wird schwerer als gedacht, denn ich kann euch gerne einweihen, was mich so vorschwebt. Kommentiert gerne, zeigt mir, was ihr von meinen Meinungen, die ich jetzt gleich kundgebe, was ihr davon haltet. Aber was mir so vorschwebt, ist eine Cover Z750. Das ist so meine Vorstellung von einem Allround-Bike, das wirklich in jeder Situation cool passt. Oder, und darauf bin ich im Moment so brutal fixiert, und keiner kann mich in die Richtung irgendwie umstimmen. Und zwar ist das eine KTM Penner SMCR 690. Macht er mich noch blöd an oder was? Oh, ich glaube, ich habe geblinkt. Really, nigga? Habe ich geblinkt? Ich glaube, ich habe geblinkt.
Ihr habt es richtig gehört. Ich bin mir sehr stark am Überlegen, ob ich mir eine Supermoto hole. Bitte verflucht mich nicht. Aber ich liebe diese Maschine einfach. Wo will ich denn hin? Schon wieder falsch. Ich liebe diese Maschine einfach. Und die ist so leicht. Die wiegt 135 Kilo oder so. Hat genug Leistung. Und ich finde es einfach wahnsinnig. Wahnsinnig. Was du mit dieser Maschine alles machen kannst. Und ihr seht, ich fahre das ganze Jahr mit dem Gefährt rum. Ich werde damit auch im tiefsten Winter rumfahren, wenn nicht gerade 3 cm Glatteis auf der Straße sind. Das ist mir völlig egal. Und da habe ich, glaube ich, damit einfach die besten Chancen, voranzukommen. Kann schön mit dem Gewicht spielen, dass ich nicht gleich auf die Fratze falle. Und das Wichtigste, wenn es mich dann hinlegt, mein Gott, kann passieren, aber dann zerlegt es mich nicht komplett und zerstört mir mein wunderschönes Motorrad. Denn die ganzen Teile sind so einfach zu beschaffen. Ich habe mich informiert, von einem Dritthersteller gibt es Bodyparts, das ist ja alles aus Plastik außenrum. Das kannst du alles abschrauben, das ist so toll. Ich muss aufhören. Ich muss aufhören. Ich liebe diese Maschine. Aber ich darf mich halt nicht nur darauf fixieren, sondern muss wirklich rationale Entscheidungen treffen, wenn es soweit ist. Und ich hoffe, ich kann rationale Entscheidungen treffen und bin nicht so voreingenommen, wie ich jetzt bin. Das wird sich dann zeigen. Wie gesagt, lasst mich wissen, ne? Was ihr davon haltet. Ich tendiere im Moment wirklich so in die Richtung Naked Bike, Supermoto. Bedenkt aber, ich muss das Ganze noch auf A2 drosseln, also auf 48 PS. Ich habe mich informiert mit der Z750 oder auch der RC, sage ich. Ich fahre auf einer RC, die SMCR. Ist das auch ohne Probleme möglich, jeweils auf 48 PS zu nudeln. Leistungsverlust ist auch nicht so immens, habe ich mir sagen lassen. Aber lasst mich doch einfach mal wissen, habt ihr vergleichbare Modelle, wie jetzt die SMCR 96, wie gesagt, ich bin dem Hype verfallen, dem Supermoto-Hype. Ich will unbedingt eine haben. Mein Verstand schaltet sich da vollkommen aus. Mein Kopf sagt eigentlich, hey, kauf dir was Vernünftiges, eine Cover Z750. Aber ich will einfach so eine Supermoto haben. Wie gesagt, findet ein paar Modelle, schreibt sie mir in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, was da noch so relevant ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne mich in der Szene halt absolut nicht aus. Ich weiß, Husqvarna baut auch welche, aber oder Yamaha, Suzuki. Klärt mich auf, Leute. Lasst es mich wissen. Schreibt mir in die Kommentare. Gebt mir eine kleine schöne Liste. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt im nächsten Video. Übersteht diesen Herbst, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschö! Really, Nick? Genau dafür brauchst du Supermoto.